Prison 2 beginnt ungefähr so wie der Tag nach einer wilden Party. Alles liegt in Schutt und Asche. Im Rollenspiel tragen allerdings keine Feiergäste die Schuld an der Verwüstung, sondern zornige Titanen, die die Menschheit nahezu ausgerottet haben. Als dementsprechend trostlos erweist sich die Lage. Selbst der Held des ersten Risen ist längst nicht mehr der Weltenretter, der er einmal war. Was? Bei allem Respekt, Mann. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Ja, wie kann man nur? Der Namenlose, inzwischen zum Leutnant der Inquisition befördert, versinkt seit Jahren in Depressionen und Schnapsflaschen. Weil man daraus aber nur schwerlich ein Spiel machen kann, heißt's anfangs erstmal raus aus den Federn und ab zum Rapport beim Kommandanten Carlos. Ja, ja. Den in Ehren ergrauten Carlos kennen Veteranen noch als Hafenstatthalter aus dem ersten Risen. Inzwischen ist er der Befehlshaber des Namenlosen und will ihm etwas Beunruhigendes zeigen. Um das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Es geht los. Okay, als wäre es nicht schon schlimm genug, dass die Titanen an Land herumtoben. Nein, jetzt tauchen auch noch Seeungeheuer auf, die Schiffe in die Tiefe reißen. Na bravo. Aus diesem speziellen Pott rettet sich allerdings eine interessante Überlebende. Patty, die Tochter des Piraten Stahlbart und ebenfalls eine alte Bekannte aus dem Vorgänger. Kaum gerettet, verrät die Piratenbraut auch schon, warum sie da ist. Warum bei allen Göttern bist du zurückgekommen? Weil ich etwas herausgefunden habe, das die Inquisition unbedingt erfahren muss. Und weil ich deine Hilfe brauche. Worum genau es dabei geht, verrate ich aber lieber nicht. Wichtig ist nur... Wir müssen mit Carlos reden. Wir brauchen ein Schiff. Also eilen die beiden zu Carlos, der einwilligt, ihnen zu helfen. Er schickt den Namenlosen und Patty zur Insel Takarigua, wo sie nach Pattys Piratenpapa Stahlbart suchen sollen. Und zwar inkognito, der Held darf niemandem verraten, für wen er arbeitet. Auf keinen Fall solltest du dich auf die Inquisition berufen. Das gilt insbesondere für die Besatzung der Garnison auf Takarigua. Piranha-Bytes umschifft also den traditionellen Gedächtnisverlust. Diesmal reist der Namenlose in geheimer Mission. Wenn die Piraten herausfinden, dass du zur Inquisition gehörst, bist du ein toter Mann. So bricht der Held in Risen 2 zu seiner ersten Seereise auf, die natürlich nicht die einzige bleiben wird.